Hallo Leute, willkommen beim Let's Play von Titan Quest Immortal Throne mit dem D2 Immortal Mod. Einen, ja, extrem großen Mod, der auch vieles schwer macht und viele Skills und Items aus Diablo 2 mit einbringt. Ich hatte wirklich Lust, mal wieder Diablo 2 zu zocken, habe aber nicht die Möglichkeit, es online zu kaufen, und im Handel gibt es leider nicht mehr so. Da dachte ich, es gibt doch einen Mod zu Titan Quest. Und dann dachte ich, ja, okay, werde ich Titan Quest bei Steam kaufen und den Mod installieren. Ich habe dazu noch der Fanpatch und der neue Nordic Beta Patch runtergeladen. Also alles ist in der neuesten Version, sollte auch nicht laggen. Wenn doch, liegt es einfach an einem zu neuen PC und an einem zu neuen Betriebssystem, Windows 10. Aber ja, ich hoffe es. Jedenfalls geht's. Ich habe das Hauptmenü und die erste Zwischensequenz übersprungen, da es extrem laut ist, und das möchte ich euch nicht zeigen. Qualvoll euch zeigen müssen, wie laut das ist. Deshalb, ja, guckt es am besten irgendwo vielleicht auf YouTube oder so an. Und wenn ihr interessiert seid, es geht eigentlich nur darum, dass das, wie heißt das jetzt wieder, das da in Athen, dieses Kolosseum, nein, nicht Kolosseum, Triumph, nein, irgendwie so etwas. Ja, ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber dass das einfach von drei Medusa-ähnlichen Kreaturen angegriffen wird. Und die Wachen wollen die natürlich besiegen, werden dann versteinert. Also einer wird, glaube ich, versteinert, einer wird getötet und der andere kann sie, glaube ich, am Schluss noch töten. Und es zeigt einfach, dass die Welt von Titan Quest, dem antiken Europa, Ägypten und östlich, also Asien, von Monstern überrannt wird, und wer dafür verantwortlich ist, ja, werden wir noch erfahren. Wir haben nur gesehen, dass irgendjemand einen Schädel oder einen Helm, war es glaube ich, zerdrückt hat, und er sah aus wie eine Mythenfigur. Aber wer es ist, wissen wir nicht. So, D2 Immortal macht noch Sachen aus Diablo 2 dazu. Das macht es nicht leichter für mich. Ich muss noch schauen, was ich für einen Charakter nehme. Ich weiß es überhaupt noch nicht, was ich nehmen soll. Und eventuell wird es so sein, dass wir einfach zu schwach sind und eventuell dann einen neuen Charakter machen müssen. Ab dann renne ich natürlich durch, und wir haben ja dann schon ein paar Items. Gut. Ja, und willkommen bei Diablo 2 Immortal. Mein Name ist Vio. Ah, hallo Vio. Und ich werde dir mit Hilfe dieser Pop-Ups ein paar Dinge erklären, die du über diese Mod wissen solltest. Bitte nimm dir einen Moment Zeit dafür. Kapitel mit neuen Inhalten erkennst du an den orangefarbenen Überschriften. Um den Fluss von Skillpunkten und Gegenständen zu vermeiden, solltest du niemals einen D2i-Charakter ins normale Spiel laden oder umgekehrt. Denke daran, die Mod jedes Mal neu zu aktivieren, bevor du einen Charakter auswählst. Wieso jedes Mal neu? Man geht doch automatisch immer rein. Drücke nur Start, wenn der Klassenname zu sehen ist. Des Weiteren wird empfohlen, das Slowcast-Fix zu verwenden. Oh, habe ich den? Das kann entweder im Deck die Titan Quest-Defiler aktiviert oder als Patch installiert werden. Also den Titan Quest-Defiler habe ich. Wenn das Standard ist, dann habe ich das aktiviert. Gut. Und ich habe ja noch Beta-Patch und so sagen. So, das sind alles die vom Vanilla-Spiel. Kann ich euch besser erklären. Hier haben wir mal das Inventar, die Ausrüstungsplätze, die Attribute, die wir verteilen können. Der Angriff, die Verteidigung, Sekundärwiderstände,
Regenerationen, die Trefferchance und die Verteidigungschance, Geschwindigkeit und das größte getötete Monster. Das können wir nachher gleich mal zeigen. Da oben ist der Schwierigkeitsgrad, die anderen sind noch nicht an. Das ist die Map. Da unten wird gezeigt, was es ist. Und ja, das ist das Hilfefenster wieder. Und hier das Optionenmenü. Speichern wir gleich mal noch kurz. So. Also. Wir müssen jetzt scheinbar mit dem reden hier. Ah ja, noch gesagt, ich kenne Titan Quest nicht so gut. Ich hatte es bei Release nicht spielen können, weil ich zu einen schlechten PC gehabt habe. Dann konnte ich es nicht spielen, weil ich einen zu guten PC hatte. Und der Mod war unspielbar mit meinen Einstellungen auf der CD-Version. Mit der Steam-Version geht es gut. So, ich werde alles mir anschauen. Wer halt manchmal langweilige Sachen vorfindet, so darf gerne das Video einfach ein bisschen vorspulen. Es geht aber gut, viel zu entdecken und es macht einfach sehr viel Spaß. So. Du da, Soldat, wenn du gekommen bist, um nach Ruhe und Frieden zu suchen, dann wirst du sie hier in Helos nicht finden. Unser Dorf wird von Satyrn und anderen wilden Bestien belagert. Die Hilfe deines Kampfarms wäre also sehr willkommen. Unsere Bauern kommen nicht auf ihre Felder und unsere Vorräte gehen zur Neige. Bitte folge der Straße zum Dorf und hilf, wo du kannst. So, bevor wir angreifen, Stabangriff, ja. Das weiß ich noch aus meinem Test mit der alten Version, als es einfach zu viel geleckt hat. Da hat er so langsam angegriffen, dass es einfach keinen Spaß macht und ich dann wieder beendet habe. Ja, es geht mit dem Stabangriff gut. Mit dem normalen Angriff greift, glaube ich, gar nicht an oder so. Da wird auch noch gezeigt rechts, Sterb erfüllen in D2i andere Zwecke als bisher. Am auffälligsten ist dabei, dass sie keine Projektile mehr feuern. Genau gesagt tut der einfache Waffenangriff gar nichts mehr. Ja, ja. Wie gesagt, dafür kann man sie mit einer neuen von Anfang an nutzbaren Fähigkeit Stabangriff als Nahkampfwaffe einsetzen. Andere Objekte, die als Sterbe gelten, können ebenfalls so verwendet werden. Das Paddel deines Bootes ist eines davon. Zeig damit diese Pferdedieben, wer der Boss ist. Haben wir schon? Gut. Ja, die FPS sind sehr stabil, das freut mich. So, mit Alt kann ich die weißen Items auch anzeigen, sonst sind sie unsichtbar. Da haben wir noch zu wenig Geschicklichkeit. So. Du hast mein Pferd gerettet. Vielen Dank. Aber ich bin nicht der Einzige, der Probleme hat. An dieser Straße liegt mein Dorf, Helos. Es stehen Monster vor den Toren, auf den Feldern. Sie sind überall. Ja, das Spiel ist von 2007 und war da schon richtig erfolgreich. Hatte aber dann einfach mit Bugs und so zu kämpfen, ist dann nicht lange beliebt gewesen. Da auch dann Diablo 3 kam und was alles noch kam, Torchlight und... Hallo, ich bin Aeson, der Wachhauptmann dieses kleinen Dorfes. Wir halten durch, aber wofür? Wenn die Monster unsere Bauernhöfe vernichten, dann sind wir genauso am Ende. Es liegt an diesem verfluchten Schamanen. Diomedes rauft sich deswegen die Haare. Oha, Schamane. Ja, aber es ist ja jetzt wieder in der Entwicklung. Better Patches kommen. Wann der richtige Patch kommt, wissen wir noch nicht. Aber vor allem die Mods machen Titan Quest einfach super. Und es gibt extrem gute Mods. Einer davon ist eben der Day 2 Immortal Mod. Und das war von einem deutschen Entwickler und ja, er ist sehr nett, er hat mir geholfen und jetzt ja, darf ich es spielen. Ja, ich heiße im Forum Xerdan und ja, bin im Fansites-Forum von Titan Quest. Hab da nach Hilfe geschaut. So. Das Wasser in diesen Brunnen ist von den Göttern gesegnet.
Man sagt, wenn man das Wasser berührt, dann trinkt die Seele davon. Sollte dich im Kampf das dunkle Schicksal ereilen, dann kehrt dein Körper zu diesem Brunnen zurück und du lebst wieder, um erneut zu kämpfen. Ah, Checkpoint. Okay. Gut, der ist aktiv. Ja. So. Da geht die Hauptquest weiter. Wir mal kurz umschauen. Da ist ein Händler. Oh. Da stimmt etwas nicht. Da muss ich noch gucken, was da nicht stimmt. Und sie ist auch auf Englisch. Wahrscheinlich durch den Beta-Patch oder so. Die handelt nur mit optischen Sachen. Ich glaube, so Designänderungen und so. Eine Zauberin war es und eine Amazone und so. Die einfach den Charakter ein bisschen ändern. Wenn du da rausgehst, solltest du nicht unvorbereitet sein. Dort ist es nicht sicher. Kaufe dir hier, was du brauchst. So, wir haben 500 Gold. Dann kaufen wir ein paar Heiltränke. Ja, kaufen wir gerade gleich alle. Für das gesamte Geld. So. Auf Wiedersehen. Ist da irgendwas Wichtiges? Nein. Okay. Dann haben wir hier ein Lager. Einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Benutzen Sie Karawanen, um zusätzliches Besitz zu lagern. Sie können bei jedem Karawanentreiber auf Ihre Sachen zugreifen. Und die gibt es in fast allen größeren Städten. Klicken Sie auf Stauraum erweitern, um zusätzlichen Stauraum zu kaufen. Klicken Sie auf die Registerkarte Übergabe, um Gegenstände mit Ihren anderen Spielcharakter zu teilen. So. Okay, Übergabebereich ist zum Ändern, also zum Übergeben. Gegenstände, die hier abgelegt werden, können von allen Ihren aktuellen Spielcharakter genutzt werden. Um Gegenstände zu übergeben, brauchen Sie diese nur im Übergangsbereich abzulegen. Sobald Sie einen anderen Charakter geladen haben, können Sie einen Karawanentreiber aufsuchen, um den gewünschten Gegenstände abzuholen. Hinweis: Um Gegenstände mit anderen Spielen im Mehrspieler Modus auszutauschen, müssen Sie stattdessen die Handelsfunktion nutzen. Okay. Möge Hera dich behüten. Kurz ein bisschen den Ton leiser der Stimme. So. Greetings. Da hat es jetzt die Preis-Ding-Sachen. Potions sind es, die eben uns umwandeln lassen in einen anderen Charakter sozusagen. Mann, so. Überall im Dorf. Sie verbrennen oder töten alles, was ihnen im Weg ist. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das Chaos und die Zerstörung, das ist einfach alles zu viel für mich. Ja, kann ich verstehen. So, Portale ist ja eigentlich auch recht klar. Man geht hier rein und wählt hier ein Portal aus, wenn wir sie haben. Momentan können wir nur hier teleportieren. So. Sei gegrüßt, Reisender. Wir brauchen deine Hilfe. Seltsame Monster greifen unsere Bauernhöfe an. Bitte sprich mit Diomedes hinten im Dorf. Ja, wollte ich hier machen. Doch wieder ein bisschen lauter. So, das reicht. Speichern. Okay, dann versuchen wir mal. Das ist schon am Anfang recht schwer, wenn man nicht die geeignete Ausrüstung hat oder einfach das Wissen hat oder sonstige. Aber ja, mit Übung geht eigentlich alles. Hallo Fremder, ich bin Diomedes, der Anführer dieses kleinen Dorfes. Stimmt es, dass du dir den Weg hierher erkämpft hast? Wenn das wahr ist, dann bitte ich dich, uns zu helfen. Monster, die von einem mächtigen Satyr-Schamanen angeführt werden, tauchten vor wenigen Tagen hier auf und haben uns von unseren Bauernhöfen vertrieben. Wir können die Dorftore kaum verteidigen und haben niemanden, der sie davon abhalten kann, unsere Ernte zu zerstören. Unser Ackerland liegt auf der anderen Flussseite, gleich hinter der Brücke. Der Schamane wurde zuletzt hinter den Höfen gesehen, am Rand des Heloswaldes. Bitte befreie uns von diesem schrecklichen Zauberer.
Wir werden dir so viel geben, wie wir können. Ja, da scheint jemand verzweifelt zu sein. Oh, da greifen so Türe an. Die wollen also schon angreifen. Haben aber die Rechnung ohne uns gemacht. Sind qualvoll gestorben. Mit unserem Superpaddel des Todes. So, einen Bogen. Ich mach ein bisschen Bogen. Ah, das ist Kontrolle. Mal mir Proviant, das ist irgendwie ein Heilzauber. So, hier das. Okay, macht verletzlich, aber heilt uns. Gut. Recht gut. So, und jetzt sind wir auch ein bisschen Fernkämpfer. Ich hoffe, es ist auch ein bisschen leichter beim Schamanen dann. Ja, wir können die genug früh töten. Aufgabenliste. Ja, das kann ich euch auch noch kurz zeigen. Hier können wir schauen, was wir noch nicht gemacht haben, was wir schon gemacht haben. Hallo, und der Dialog nochmals. Und Nebenaufgaben hier. So. Kiefer. Wir haben auch einen Kieferbogen. Ja. Hier geht's scheinbar weiter. Aber auf der Seite sieht's aus, geht's nicht. Öff noch kurz die Kiste dort. Oh, ich brenne ja. Wegen den Fackeln scheinbar. So. Haben wir hier ein paar Tränke und ja, der Bogen ist halt langsam, aber dafür haben wir eine gute Reichweite. Oh, ein Level 2 Wildschwein. Schon sehr. So, bald sind wir ein Level, das heißt, die erste Klasse kann ausgewählt werden. Auf Stufe 8 scheinbar dann die zweite. Aber das ist wahrscheinlich im Mod gar nicht so, das hat man dann direkt. Oh. Wir werden gewarnt mit einem lauten Ton. So, Schadensarten. Um ein mächtiger Kämpfer zu werden, ist es wichtig, die verschiedenen Schadensarten zu verstehen. Auf längere Sicht sollte man sich auf wenige davon konzentrieren und diese besonders fördern. Physische Schaden und damit auch durch Umwandlung auf der Waffe entstandener Durchschlagsschaden werden dadurch stärker erhöht. Die Durchschlagsrate bestimmt dabei den Anteil an Schaden, der umgewandelt wird. Auf diesen gibt es nebenbei noch einen kleinen Bonus durch Geschicklichkeit. Feuer, Blitz und Eis, die Elemente Brand, Elektrobrand und Frostbrand profitieren dagegen von Intelligenz. Die drei letzten sind, glaube ich, die Dot-Effekte und die anderen sind die direkten Effekte, haben aber, glaube ich, eine andere Schadensart. Ich bin mir nicht genau sicher. Magischer Schaden ist ein neuer, elementloser Schadenstyp für Zauber oder verzauberte Waffen, der besonders Geister schädigt. Auch diese profitiert von Intelligenz. Magische Verbrennung, magischer Schaden über Zeit, kinetischer Schaden, physischer Zauber, Gift und Blutung werden von keiner Charakterwert beeinflusst. Stattdessen erhalten Sie einen automatischen Bonus in höheren Schwierigkeitsgraden, der Ihr Dauf ein Mehrfaches der angezeigten Werte verlängert. Gut. Jo. Wir haben alles gelesen. Außer das mit den Portalen und den Tränken. Und den Quests, genau. So, dann haben wir hier noch einen Weg. Dann können wir ein bisschen snipen.
Also der Schamane wird wahrscheinlich auch im Mord viel schwerer sein, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ich hatte Titan Quest auf einem Laptop meiner Schwester gespielt damals. Und die Steuerung war sehr schrecklich auf dem Laptop. Hatte ich nie weit gespielt. Aus genau diesem Grund, man kann einfach nicht steuern. Aber die Vorfreude ist einfach wieder gigantisch groß. So groß wie da, dass ich endlich mal das spielen konnte. Ich hatte keine Shader-Grafikkarte, weil der PC halt zu alt war und deshalb konnte ich das überhaupt nicht spielen. War recht nervig. Hätten sie lieber ohne Shader machen sollen. Weil Action-Rollenspiele brauchen keine gute Grafik. Wir können immer ohne Probleme ein bisschen hinterher hinken. Hauptsache, es können viele spielen und das ist wichtig. Ja, auch wieder ein lauter Ding. Es tut mir leid, einfach wegen dem lauten Ton immer, aber ich weiß nicht, wie ich das wegmachen soll. Tut mir leid. Gratuliere, du bist soeben das erste Mal aufgestiegen. Nun kannst du dir eine Klasse aussuchen. Wenn du dir die neuen Klassen mal ansiehst, Tastenkürzel S, wirst du bemerken, dass es nun zwei Arten von Meisterschaften gibt. Jede Diablo 2 Klasse ist aufgeteilt in eine Hauptmeisterschaft, welche zwei ihrer Skillbäume enthält, und eine geteilte Meisterschaft, welche den dritten beinhaltet. Kombiniere eine geteilte Meisterschaft und eine passende Hauptmeisterschaft, um eine reine Klasse zu erzeugen. Es ist auch möglich, Hybriden zu spielen. Oh, cool. Dann öffnen wir mal das so. Ja, ich will den Druiden spielen. Ja, suchen? Nein. Es gibt die nicht. Finde ich sehr schade. Wahrscheinlich auch wegen den Gestaltwandlern. Hätte ich persönlich cool gefunden, wenn einfach die Elementarmagie und die Beschwörungsmagie da wäre und die Gestaltwandler denk irgendwie halt als Pet oder also als richtiges Pet, so als richtiger Beschützer oder so gemacht hätten. Aber okay, scheinbar sind es auch zu wenig Klassen. Es sind 12 Klassen. Wahrscheinlich auch nicht möglich. So. Ja. Der Necromancer, also der Necromant, schon eine coole Klasse. Aber ich habe nicht so Lust auf Pets. Da die KI auch nicht so gut ist und irgendwie habe ich gesehen, sind sie auch Zeit, ja auf Zeit und dann im Video zu beschwören, habe ich jetzt vor allem am Anfang noch keinen Bock. Paladin, ja, Barbar ist eigentlich auch meine Lieblingsklasse. Amazone wegen Bogen, Zauberin wegen Zauber. Ja, es gibt, es ist eben schwer. Ich habe ja gesagt, ich habe Probleme mit dem Machen, ich werde Barbar nehmen. Aber jetzt direkt mal mich so entschieden. Und Wurfspeer. Ja, das sind alles die Beherrschungen aus Diablo 2, klar. Ja, das sind alle Skills eigentlich von Diablo 2, wie gesagt. Und Krach. Hier haben wir die Skills. Aber wieso haben wir nur hier die Skills? Ja, Raserei war eigentlich eine meiner Lebensfähigkeiten. Wirbelwind. Ist ein bisschen schwach. Amok. Konzentrieren. Und hier haben wir die Frost Spells der Sorcerer, der Magierin. Oder Zauberin, ja.
Jo. Ich lasse es jetzt mal noch kurz im nächsten Part. Der Part ist schon ein bisschen lange. Ich wollte ihn länger machen, aber nicht so lange. Ich werde mich doch genau entscheiden. Ihr dürft wählen, ihr dürft sagen, welche Klasse ich nehmen soll. Kein Problem, einfach Kommentare schreiben. Und wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Wünsche habt und so Sachen, kein Problem, schreibt es unten in die Kommentare. Und ja, freut euch auf den zweiten Part, der kommt bald. Eventuell morgen oder übermorgen. Und ja, also schönen Tag noch. Viel Spaß mit anderen Videos oder ja, außerhalb von YouTube. Tschüss.